Der Tigerle erhält das Schwert des Schatten. But I am Mordigan, Master of all things. My reign is not over. It cannot be. Accursed Luminary. Danke, Chindriasu. Hat aber lang genug gedauert, oder? Es ist over. Eine geheimnisvolle Stimme hallt durch den Raum. You have done well to defeat Mordigon. Thanks to you, life and light will return to Erdria at last. Who was that? We need to get out of here. Now! Got rid of Mordigon. Oh. Yes, but so many lives have been lost. Look, that light! Does this mean... Tree. It's alive. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Okuto Okamoto, das glaube ich war doch derjenige, welcher der öfter im der auf der E3 war, oder? Huch! Was passiert nun? Dragon Quest 11S. Was? Warum Bambam ist dann dein Chat, hä? Deine Erlebnisse im Abenteuer-Tagebuch verzeichnen mir. Ich speichere jetzt erstmal hier ab. Okay, geht wohl nur einer. The End.
Wie immer bei Pokémon gesagt, Abspann ist Ende. Der Fürst der Schatten ist besiegt und in der Welt kehrt wieder Frieden ein. Ein paar Tage später kommen der Tigerle und seine Gefährten in Antiquia zusammen, um ihrer Freundin Veronica zu gedenken. Fortsetzung folgt. Na? Also drücken geht auch nicht. Die kommt doch 100% zurück. Wir werden sehen, keine Ahnung. Ich habe mich tatsächlich kein bisschen gespoilert. Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals Definitive Edition. So, wo ist New Game Plus? Danach das Ende folgt, oder? Gedenken. Wir laden wieder rein. So, können wir noch bleiben. So ist der Stand der Dinge. Unsere Helden überleben einen hitzigen Kampf und erledigen zu guter Letzt den Fürsten der Schatten. Der von Hagrimors bösartigem Einfluss befreite Weltenbaum kehrt langsam wieder ins Leben zurück. Und als seine heilenden Kräfte sich über Erdria erwiesen, wird das Land aufs Neue von Licht und Liebe erfüllt. Nach dem Abschluss ihrer Mission müssen die Gefährten nun nichts weiter tun, als nach Hause zurückzukehren. Ja, dann wollen wir mal googeln. Video? Nein. Der Fürst der Schatten ist besiegt und in der Welt kehrt wieder Frieden ein. Ein paar Tage später kommen der Tigerle und seine Gefährten in Antiquia zusammen, um ihrer Freundin Veronica zu gedenken. Hatten wir gerade erst, aber egal. Ah. Die Fortsetzung. Ach, sie säuft gleich zwei. Look, Veronica. Everyone's here to see you. We've come to celebrate with you. The world's at peace at long last. And Yggdrasil's in full bloom again. It's so beautiful. Ja, da, Kelly. It still hasn't sunk in, you know? We really did it. We really saved the world. Yes. Mordigan plunged Erdria into darkness. So many lost their lives. But we survived. We have to make the most of that. We have to laugh and smile for those who can't. We may feel like crying. Goodness knows I do. But we mustn't. I can only imagine what Veronica would say. Pull yourselves together. You've saved the world, you idiots. What are you blubbering for? Excuse my awful impression. Ah, here you all are. We were wondering where the guests of honor were. The festivities have already begun. It's party time. Come on, darling. Let's go let our hair down. Good health. I'm gonna get you.
Oh, da wird gefeiert. Looks like peace has even loosened up the Arboreans. Then what are we waiting for? Let's make this a party to remember. For Veronica. Erlöser Erdrias. Dafür, dass du den Fürsten der Schatten besiegt und dem Weltenbaum seinen angestammten Platz am Himmel zurückerobert hast. Endlich ist in Erdria wieder Friede eingekehrt. Genieße die Festlichkeiten, verlasse dann Antiquia und sieh dir die Welt an, die du gerettet hast. Ich glaube, die habe ich schon. Ich muss protestieren, meine Damen. Ich bitte euch. Ich bin nur ein einfacher heliodorischer Soldat. Ich habe ein solches Lobwohl kaum verdient. Na Tigerle, diese Damen wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen. Bitte tu doch etwas, um sie mir vom Hals zu schaffen. Ich flehe dich an. Ja, kümmerst du dich selber drum. Ha, es gibt ja etwas, was ich dich schon länger fragen wollte. Als wir Haglimor erledigt haben, hast du dir doch sein Schwert gekrallt, oder? Das Schwert der Schatten? Es sieht vielleicht ein bisschen gruselig aus, aber unter all den messerscharfen Zähnen und hervorstehenden Glotzaugen ist es immer noch das Schwert des Lichts. Hast du schon mal versucht, das Ding zu benutzen? Hallo, wir sind gerade vom Abspann reingekommen. Wo ist denn der Rest? Ah, guck einer an. Fabelhaft, nicht wahr, mein Lieber? Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem die Antiquianer mit meiner Wenigkeit die Hüften schwingen. Der Fürst der Schatten hat allen die Freiheit geraubt, aber jetzt sind sie wieder frei und können tanzen, träumen und vor allem lächeln. Hurra! Na, wo ist denn der Rest? War ich hier schon drin? Na gumm. Hier steht ein Buch Erinnerungen eines Schatzsuchers Band 5. Der außer anonym, wie sich herausstellte, war der Junge, den ich zusammengebrochen auf dem Weg nach Finnland gefunden hatte, der Sohn des Dorfhohepriesters. Der Vater des Knaben war überglücklich, ihn wohlbehalten zu sehen und bot mir dem Wüstenarzt zur Belohnung je einen von zwei großartigen Schätzen an. Ich konnte meinen Augen kaum trauen. Als ich den ersten sah, einen wunderschönen Zweig, der in allen Farben der Welt erstrahlte. Den Schillerzweig, nach dem ich die ganze Zeit gesucht habe. Der andere war ein kleiner Stein, der eigenartig blau leuchtete. Laut dem Hohepriester war es ein magisches Artefakt, das die Pforte des Fortgangs öffnen würde. Ein Portal zu einem neuen Abenteuer. Ich muss euch wohl nicht sagen, dass ich sofort nach dem Schillerzweig griff. Doch im letzten Moment stockte meine Hand. Ich dachte an all die Erlebnisse auf meinen Reisen und mir wurde etwas klar. Ich erkannte, dass ich gar nicht nach dem Schillerzweig gesucht hatte, sondern nach der Freude, die das Reisen selbst bringt. Also nahm ich den kleinen blauen Stein und steckte ihn in die Tasche meines alten, abgewetzten Mantels. Der Arzt nahm natürlich den Schillerzweig. Und so ging meine Suche zu Ende, was aber auf keinen Fall das Ende meiner Abenteuer bedeutete. Vielleicht treffen wir uns ja im Verlauf meiner weiteren Reisen irgendwann einmal. Für diesen Fall möchte ich auch noch meinen Namen nennen. Ich bin Wacke, der größte Abenteurer der Welt. Haben wir schon gelesen, aber macht nichts. Heißt, wir waren hier drin und ihr dürfte es nichts mehr geben. Genau. So, wo sind denn die anderen? Guck mal. Seit ich dich in jener Nacht vor all den Jahren verloren habe, war ich von einem Wunsch beseelt. Einem einzigen. Ich wollte die Finsternis zerstören, die dich mir weggenommen hatte. Und das ist jetzt endlich getan. Ich werde wohl einen anderen Grund finden müssen, morgens aufzustehen. Wobei, ich wollte ja Heliodor helfen, wieder auf die Beine zu kommen.
Oh, und dann wollte ich noch all die verschiedenen Kuchen in Gondolia probieren. Tja, vielleicht gibt es ja doch ein, zwei weitere Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Na, viel Spaß. Lieber von den Kuchen ein paar ab, okay? Ach, siehst du all diese lächelnden Gesichter? Dann stimmt es wohl wirklich, was? Wir haben die Welt gerettet. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich mich das letzte Mal so beschwingt gefühlt habe. Wir sind so lange vor dem Fürsten der Schatten davongelaufen, dass ich schon ganz vergessen hatte, wie sich Ruhe und Frieden anfühlen. Ein paar Sachen müssen wir noch erledigen, bis alles wieder so ist, wie es früher war. Aber mein Traum von einem Leben voller Muse wird bald in Erfüllung gehen. So, wir müssen noch so ein paar Sachen erledigen. Wenn auf den Ästen des Weltenbaums ein neues Blatt wächst, beginnt ein neues Leben. Wir alle haben unser eigenes Blatt auf diesen mächtigen Zweigen und wir alle kehren dorthin zurück, wenn wir sterben. Veronica weilt vielleicht nicht mehr unter uns, aber ihr Geist lebt weiter. Und eines Tages werden wir uns wieder begegnen. Eines Tages werden wir an unserem Platz auf diesen Ästen zurückkehren. Aber noch ist es nicht so weit. Ich habe ein Leben zu leben und ich muss es bis zum letzten auskosten. Um meinetwillen und um ihretwillen. So ist es, Serena. So, die zwei da oben haben wir. 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir alle. Endlich hat mein kleines Engelchen seine Aufgabe, den Lichtbringer zu beschützen, abgeschlossen und ist in den Schoß seiner geliebten Familie zurückgekehrt. Der Schmerz ob des Verlustes meiner teuren Veronica wird nie aus meinem Herzen weichen. Aber der heutige Tag ist dem Feiern vorbehalten. Der Renner lebe dreimal hoch. Hip hip hurra! Meine liebe Serena war immer etwas schüchtern und zurückgezogen und dennoch hat sie ihre himmlische Pflicht erfüllt. So wie die heilige Weise Serenika vor ihr. Ach, ich bin ja so stolz auf sie. Aber das ist noch nicht alles. Ich bin überglücklich, dass unser kleines Engelchen gesund und wohlbehalten zu uns zurückgekehrt ist. Wenn Veronika sehen könnte, wie groß ihre kleine Schwester mittlerweile geworden ist, wäre sie sicher zu Tränen gerührt. Ja, schniefen kann ich das halt auch ganz gut, ja? Herr Tigerle, mein Kind, dank euch ist der Fürst der Schatten besiegt und in ganz Erdria herrscht wieder Frieden. Und uns Bewahrern ist damit eine gewichtige Verantwortung von den Schultern genommen worden, nämlich die Aufgabe, den Lichtbringer zu beschützen und sicherzustellen, dass seine Bestimmung erfüllt wird. Dies ist wahrlich Grund zu großer Freude. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich mein Volk zuletzt habe lächeln sehen, aber nun lächelt es wieder und das haben wir allein euch zu verdanken. Bitte gesellt euch doch zu uns, wenn wir diesen überaus verheißungsvollen Tag feiern. Treue Anhänger des Glaubens, da können wir speichern. Ich bleib mal bei OneSafe. So. Oje, ich würde nur allzu gern mit dem gut aussehenden Herrn plaudern, aber so forsch wie die anderen Damen sich an ihn heranmachen, wird es mir kaum gelingen, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Lächel ihn mal an. Halt den Himmel, ihr seid eine wahre Augenweite, werter Herr. Ich wusste natürlich, dass es sich bei den Gefährten des Lichtbringers ausnahmslos um Helden handeln würde, aber ihr seid heroischer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ach, wenn ich nur 20 Jahre jünger wäre, würde ich an euch kleben wie eine Klette. Ja, das macht ihr doch jetzt schon. Wir haben doch mal so einen kleinen Setzling mit den Energien des Weltenbaums gefunden. Damals konnte man nicht interagieren, aber das Ding hatte total bunte Blätter. War das der Schillerzweig? Ne, der Schillerzweig ist...
Den haben wir ja. Schillerzweig, der ist das. Also bunte Blätter hat der nicht. In größer sehe ich den nicht. Hatten wir dann noch einen? Also er hat so bunt gestrahlt, ja. Na, kleiner Mann, ein Hurra auf den Lichtbringer. Sagt, was muss ich tun, um so stark zu werden wie ihr? Stark genug, um den Fürsten der Schatten zu besiegen? Muss ich dazu eine ausgewogene Kost zu mir nehmen, die reich an Nährstoffen ist? Leider vertrage ich Milch nicht so gut. Aber wenn ihr meint, sie könnte mir helfen, groß und stark zu werden, dann werde ich die damit verbundenen körperlichen Unannehmlichkeiten auf mich nehmen. Ich würde sagen, der hat eine Laktoseintoleranz.